Jo, liebe Leute, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir machen heute weiter mit dem Teil hier. Und zwar müssen wir James Kidd folgen. Das machen wir dann heute auch direkt. Mal gucken, dass ich jetzt da hinterherkomme. Wieder, zumindest. Weil er ist natürlich in der Zeit, wo ich jetzt anmoderiert habe, ist er natürlich jetzt schon mal vorgerannt. Warte, ich bin sofort bei dir. Das musst du sehen. Muss ich dann sehen? Bin mal gespannt. Da, renn doch nicht so! Mein Job. Komm her, Mann. Ja. Oh, Alter. Was haben wir denn hier? Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen? Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Na denn, machen wir das doch glatt mal. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Sehe durch Schall und Schatten. Warte mal, alle Auge. Check mal das ja, mal. Ja, ich kenne das Gefühl. Ich habe es seit meiner Jugend. Als nutzte man alle Sinne gleichzeitig, nicht? Achso, wir können schon wegen. Welche Kombination? Warte mal. Richtig sich auch mal der. Hab ich doch gerade getan, oder nicht? Ja, doch, jetzt. Ja, noch nicht genau richtig, 100%. So. Alle Männer und Frauen auf dieser Erde verfügen über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein ganzes Leben. Guck mal. Nur dachte ich, es hätte irgendwie mit. Was wir hier finden? Du bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nicht zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, führt es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Okay. So, wir haben natürlich jetzt wieder sehr, sehr viele neue Aufgaben, die wir lösen dürfen. Und zwar Maya-Steine finden. Es sind laut der Karte 1, 2, 3, da oben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich sehe es gerade, dass es 10 sind. Denke ich mal. Ja, 10 Stück sind es, die wir einsammeln müssen. Die werden wir auch nach und nach noch machen. Ob wir die jetzt auf alle auf einmal machen, weiß ich noch nicht. Aber ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Warte mal kurz, ich muss ja gerade gucken, was. Irgendwo ist gerade hier ein Shanty, den ich eigentlich hier gerne mitnehmen würde. Der Vorleser. Warte mal kurz, komme ich jetzt hoch? Jawohl. So, jetzt gehen wir mal. Ja. Also, bei James Kidd ist es so. Warte mal, hier ist noch eine Kiste. Die ich noch mitnehmen werde. Bei der Upgrade zur Verfügung. Das ist der Stoff aus dem Rätselsend. Nicht schlecht, oder? Warte nur, bis du siehst, was am Ende liegt. Also, ja, was ich gerade ansetzen wollte, bei James Kidd ist es so, ich denke, jeder weiß, dass er eigentlich wahrscheinlich eine Frau ist, aber sich gerne als Mann sieht,
Also klar, es gibt es ja natürlich heutzutage auch. Ich kenne da sogar jemanden oder sogar zwei Personen so. Aber scheinbar, so wie ich das irgendwo gehört habe, sind es bei Piraten Frauen nicht allzu gerne gesehen, dass er sich quasi mehr oder weniger versteckt. Also quasi als Junge angibt, um dazuzugehören oder mitzumachen, wie auch immer. Ist so mal meine persönliche Theorie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wisst, was da so Sache ist bei ihm, ihr, also ihm. Ja. Na gut, folgen wir ihm mal. Wir sagen einfach Da ihm. wären wir. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ja, Ei, scheinbar. sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Was glaubst du, erwartet uns da oben? Boah, gespannt. Ich weiß es echt nicht. Muss ich zugeben. So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis. What the fuck? Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer eins. Fehlen noch vier. Ei. Es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl, wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. So, die nächste Aufgabe, die wir haben, sind Templerjagden. Hier sind sogar zusammen vier Stück. Sogar eine. Okay. Militärer. Ja, da waren wir schon mal, glaube ich. Also, wir haben jetzt Meier stehlen, 10 Stück. Und Templerjagden 1, 2, 3, 6, Quatsch, 5, 7, 8 insgesamt. Okay. Gut zu wissen. So, ich gucke mir kurz mal noch schnell hier um, bevor wir hier gleich weitermachen. Weil hier ist unter anderem ein Kreuz. Die Templerrüstung. Gut, die können wir natürlich jetzt erstmal noch nichts machen. Weil wir dafür die Templer brauchen. Aber die Kiste nehme ich mit hier. Okay. Also. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Also wir haben sowieso Unmengen zu Dinge zu tun. Wir haben neben den ganzen Missionskram. Kurz mal gucken, ob ich hier irgendwie weiterkomme. Komme ich hier weiter? Ja. Aber kann ich da nicht hinspawnen, wo der jetzt gerade ist? Hier vorne ist er. So, warte mal. Zielort, ja. Check door. Ich kann nicht, also ich kann hier nicht raus teleporten. Okay. Ergo müssen wir tatsächlich doch zu Fuß gehen. Okay. Wir haben ja sowieso ein bisschen was zu tun. Unter anderem halt die Meier stillen. Wir haben noch die ganzen Forts. Hoch. Jetzt.
Wir haben noch die Assassinenaufträge für die Force. Also wir haben Dinge, tausend Dinge noch zu tun und wir können noch nicht mal. Das sind noch nicht mal die Hauptmissionen. Es sind tatsächlich erstmal nur die. Die Nebenmission. Das war jetzt keine Absicht. Mal gucken, ob ich da runterkomme. Gefahrlos vor allen Dingen. Ich kann ja das Schiff da hinten nehmen. Das Bildchen. Den brauche ich nicht zum. Da brauche ich nicht zum Dings zurück. Alles klar, gut zu wissen. Puh. Ja. 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 Die Leute haben die gerade wieder rausgenommen, oder was? Weil rein theoretisch müsste ich ja. Ich habe doch so viele Dinge zu tun, ey. Also ich weiß noch nicht. Wie gesagt, hier unten ist alles schwer. Buena Vista, kann ich da hin? Ich würde da fast in Richtung Quatoria gehen, wenn das möglich ist. Schon mit dem nächsten Force wieder anfangen. Aber wir müssen eben ein bisschen abklappern, damit wir die auch die Karte irgendwie mal aufdecken. Würde ich sagen. Das wollen wir eh machen. Die ganzen Kisten noch einsammeln. Also, ja, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. So, hüpfen wir mal kurz rüber hier nach, wenn das möglich ist, nach Cape Buena Vista. Schnellreise nicht verfügbar? Wieso bin ich noch nicht verfügbar? Verstehe nicht. Wie Faxen? Wieso kann ich da nicht rüber? Ach, wir sind noch mitten in der Mission. Oh, ich habe gedacht, wir hätten jetzt schon. Wir hätten ja schon alles soweit fertig. Nein, haben wir noch nicht. Das erklärt, warum sich halt die Schnellreise verfügbar ist. Du willst uns verlassen? Diese Bucht passt besser zu dir, Edward. Besser als dieses Kostüm jedenfalls. Oh, nun komm schon. Wir sind Piratenkids. Wir nehmen, was wir wollen und sind, wer wir wollen. Freie Männer. Doch das passt nicht zu dir. So bist du doch gar nicht. Wie bin ich denn? Das ist oft schwer zu sagen. Eins ist sicher, du magst gefährliche Prisen. Wie das Observatorium? Ich glaube, du weißt mehr darüber, als du in Nassau verraten hast. Das ist dir aufgefallen, ja? Triff mich bei 20 Grad, 3 Minuten nördlicher Breite vor der Küste Yucatans. In ein paar Wochen kann ich dir dort was Hübsches zeigen. So, Mission beendet, die alte Bucht. Wir haben das Ding auf 100% geschafft. Gut, war jetzt auch nicht besonders schwer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der nächsten Erinnerung.